So Leute, ich habe es endlich geschafft. Willkommen zur Auflösung oder zum Ende des Gewinnspiels der Bundesliga-Rückrunde 2019-20 war es, ja ganz genau. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe es erstmal vergessen, hatte ich keine Zeit und dann war ich im Ausland und bla bla bla, interessiert eh keinen. Bevor ich jetzt sage, der und der hat gewonnen und die Preise kennt ihr ja sicherlich noch, ist jetzt noch die Frage an euch. Ich hätte gern so ein bisschen eure Meinung. Hier ist das Punktesystem eingeblendet. Wie habt ihr das gefunden? Ja, kann man das eurer Meinung nach etwas anders gestalten? Wenn ja, wie? Ich fand es im Großen und Ganzen gut. Wenn ich was zur neuen Saison ändern, also dazu kommen wir dann auch gleich, es wird nächste Saison weitergehen. Wenn ich was zur nächsten Saison ändern würde, dann, dass ein exaktes Ergebnis, also ein richtig exaktes Ergebnis, mehr Punkte gibt, weil das tendenziell halt viel schwieriger ist, als die Tendenz zu tippen oder irgendwas anderes. So, und dann natürlich noch die Bonusfragen. Das waren so die Bonusfragen und daran werde ich auf jeden Fall irgendwas ändern. Ich werde mir dieses Mal auch mehr Gedanken zur Gewichtung dieser Fragen machen. Ich meine, es hat sich jetzt auch keiner direkt beschwert, aber ich finde, man kann das noch ein bisschen ausgewogener gestalten. Ja, dann wie gesagt, nächste Saison wird es auch wieder ein Tippspiel geben, dann aber nicht nur zur Bundesliga, sondern so ziemlich zu allem. Also dann gibt es ein viel breiter gefächertes Angebot, dann gibt es nicht nur Bundesliga, sondern auch zweite Bundesliga, Champions League, Europa League, ja eigentlich die und DFB-Pokal. So die fünf auf jeden Fall. Wenn es jetzt irgendwie noch Bedarf an der dritten Liga gibt, das weiß ich halt immer nicht so wirklich, nicht immer genau, nicht so wirklich, dann lasst es mich wissen, das kann man eigentlich auch machen, ich meine, Schaden tut's ja nicht. Ja, und dann gucken wir uns jetzt mal die ersten 10 Plätze an, wer hat's geschafft? Erstmal schauen wir uns an, wo bin ich denn gelandet? Ich bin auf dem 46. Platz mit 214 Punkten, einfach nur so zum Vergleich. Ich bin damit, ja, recht zufrieden, wäre halt schon noch besser gegangen, aber ist schon ganz okay, wenn man bedenkt, dass es über 400 Leute mitgemacht haben. Wobei, nach der Corona-Pause haben viele Leute nicht mehr so wirklich mitgetippt, ne? Also dann waren es nicht mehr 400, aber trotzdem 46. Platz ist in Ordnung. Unser prominenter Gast aus Braunschweig, KuchenTV, ist 44. Platz mit 2 Punkten mehr geworden als ich. Ich habe übrigens auch nachgefragt, das ist wirklich KuchenTV gewesen, nicht irgendjemand, der sich einfach so genannt hat. Aber ja, jetzt kommen wir zu den ersten 10 Platzierten. Da hätten wir auf Platz 10 Isso Justin, auf Platz 9 haben wir einen Toast. Das ist genau der Toast aus dem einen Kommentar von der Eure-Kommentare-Folge. Auf Platz 8 haben wir Betzenteufel, auf Platz 7 FCN Jens, der, glaube ich, irgendwie ganz kurz vor Ende noch auf dem zweiten Platz oder so war. Es ist eh extrem dicht, so 10. bis 2. Platz so. Dann auf dem 6. Platz haben wir Lukas Baby 34, auf dem 5. Platz King Niklas und auf dem 4. Platz Michael Dean oder Michael Dean, ich habe keine Ahnung. Ja, besonders bitte natürlich für die Leute, die jetzt auf Platz 10 bis 4 waren. Für euch gibt es halt nichts, außer dass ihr das geschafft habt, so viele Punkte zu bekommen, was ja auch mal was wert ist, würde ich sagen, weil könnt ihr euch was darauf einbilden, weil ich habe manchmal Leute gesehen, die haben so dermaßen gut getippt, dass ich mir dachte, Alter, also am besten solltet ihr eigentlich die Predictions für mich machen und so, aber ja, also herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall, da der Applaus auf jeden Fall an alle, die Plätze 10 bis 4 belegt haben. Aber jetzt kommen wir zum Podium, da haben wir auf dem 3. Platz und das ist wirklich vielleicht sogar noch bitterer als die davor platziert waren, da haben wir Renold. So, das Problem an der Sache ist halt, dass Renold dieselbe Punktzahl hat wie der Zweitplatzierte und ja, es gibt aber einen Regeln-Tab und da steht halt drin, warum das so ist. Bei Punktgleichheit werden alle Tipps mit dem richtigen Sieger gewichtet verglichen, ja, also wir sehen es halt hier, Ai Felixi hatte 15 exakte Tipps und Renold hatte halt nur 12, deshalb ist Ai Felixi oder Ai Felixi, ich weiß es nicht, auf dem 2. Platz, aber trotzdem, Glückwunsch an Renold für den 3. Platz, du hast damit ein Stück Toilettenpapier signiert von mir gewonnen, ist aber nicht irgendein Toilettenpapier, ne, das ist Einhorn-Toilettenpapier, sollte irgendwie nach Popcorn riechen, hat es nie getan, aber es ist trotzdem geil, da sind Einhörner drauf, also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch dazu. Dann der 2. Platz, wie eben schon erwähnt. Ai Felixi hauchknapp vor dem 2. Platz. Ja, an dich auch herzlichen Glückwunsch dafür. Dein Preis ist die erste Staffel von SpongeBob und auch natürlich ein Stück Toilettenpapier signiert von mir. Das ist das hier. Ja, bevor jetzt irgendjemand denkt, dass ich mir was darauf einbilde, weil ich hier signiert von mir sage, als wäre das irgendwas Besonderes, das mit dem Toilettenpapier-Ding ist eigentlich so ein Gag, ne? Also ich bin jetzt hier nicht so, ey, super Fame, 35.000 Abonnenten und ich signiere hier Sachen, sondern einfach nur, ist einfach ein Gag, ne? So, dann auf dem 1. Platz und da geht wirklich, also wir können uns das ja mal auch ganz kurz angucken. Simco 225 oder 225 hat es halt über mehrere Spieltage hinweg, also seit dem 25. Spieltag, hat es geschafft, dauerhaft auf dem 1. Platz zu bleiben. Hat wirklich, ich habe da ja immer wieder reingeschaut, konstant krasse Ergebnisse geliefert und hat dann auch mit
extrem vielen Punkten. Also 20 waren es jetzt, glaube ich. Nee, mit 19 Punkten Abstand gewonnen. Deshalb der völlig verdiente erste Platz, Simco225. Herzlichen Glückwunsch, den Applaus hast du dir auf jeden Fall verdient. Und dein Platz ist ein 20-Euro-Gutschein für den Fanshop deines Lieblingsvereins. Für die Gewinner ist jetzt natürlich interessant, wie bekommt ihr eure Gewinne? Ich habe eure E-Mail-Adressen. Ja, ich habe tatsächlich irgendwann rausgefunden, wenn man sich da anmeldet, dann. Ich habe da so eine Liste mit allen, die sich angemeldet haben. Ich habe alle E-Mail-Adressen. Ja, das FBI ist gar nichts gegen mich. Keine Sorge, ich mache damit nichts, außer jetzt den Gewinner zu schreiben, womit sie wahrscheinlich kein Problem haben. Also, ich schreibe euch eine E-Mail an die E-Mail, mit der ihr euch angemeldet habt. Wenn ihr auf diese keinen Zugriff mehr haben solltet, wegen was auch immer, oder ihr habt so eine 10-Minute-Mail genommen, dann schreibt mir einfach auf Insta. Oder schreibt mir eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse hier, dann finden wir auch so eine Lösung. Ihr kriegt auf jeden Fall eure Gewinne. Und ja, das war's mit dem Video. Das war's auch schon. Also nochmal an alle vielen Dank fürs Mitmachen. Hat super viel Spaß gemacht, in so einer riesigen Runde zu tippen. Und nächste Saison auf jeden Fall gerne wieder. Bis dahin wünsche ich